Guck, morgen Jungs und andere, die ihre Zeit des Embryo vermissen. Leben war so leicht. Anyway, heute stürmen wir einen Banküberfall, also bis zum Ende gucken lohnt sich. Und wie immer, Like, Abo und ein Kommentar für die ultimative Unterstützung. Und auch mal bei Discord vorbeischauen für epische Rap-Battles. Henriculus Gurculus. Ihr wisst, was Sache ist. RP. Renegade Life war ich zwar zuvor schon, aber den habe ich zu wenig Chance gegeben, okay? Ey. Okay, reicht auch. Ich lebe, ich bin am Sterben. Ich habe keine Füße. Die haben mir die Beine genommen. Es ist schon schwarz geworden. Oh Gott, den kann man nicht mehr helfen. Tuxedo, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ich bin eindeutig in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Oh. Sie haben mir die Füße abgeschnitten. Ich habe gar nichts gemacht hier. Ich weiß noch ganz genau. Da waren zwei Leute und da war Schwarzlicht. Und jetzt habe ich keine Füße mehr. Was glaubst du, was das wohl war? Keine Ahnung. Piss dich vor mir. Lass mir meine Krücken und lass mich in Ruhe. Brauchen Sie einen Rollstuhl? Ja, nein, den würde ich schon nehmen, ganz ehrlich. Dann bleiben Sie stehen. Sie sind ein guter Junge. Oh, danke schön. Sie sind ein guter Mann. Schaut euch an, ich hab einen Rollstuhl. Neo. Dreckskiffer, ich komme und hol euch. Gibt's hier drin überhaupt Kiffer? Ich muss schon sagen, für einen Keine-Einreise-Server ist dieser Server schon abnormal bombastisch. Also das ist richtig schön dekoriert, muss ich sagen, Digga. Programmiertechnisch, was die das aufgebaut haben, alles. Oh. Ah! Oh Mann. Also als Rollstuhlfahrer ist man hier echt doch behindert. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Hallo, ist hier jemand? Brauche einen Arzt. Keine Ärzte. Keine Fahrstühle. Alles klar, kein Eintritt. Ich fahre jetzt einfach die Treppen runter. Na, hier ist ein Fahrstuhl. Alles gut, Jungs. Verletzung des Blutes. Sie haben erhebliche Schäden. Helfen Sie mir, Sir. Hallo. Hallo, Sir. Sir, reden Sie mit sich selbst da drin oder was ist los? Amogus. Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie mir jetzt endlich oder was ist falsch mit Ihnen? Sir, ich bin im Rollstuhl. AKA, keine Gefahr. Tja, ich drehe meine Runden. So ein Schwanzlecker, Digga. Sind Sie ein Taxi? Hallo? Sir? Ist mit ihm alles in Ordnung? Oh, okay, das war knapp mich getroffen. Hey, Sie! Sie! Vorsicht, rennen Sie rein, gehen Sie rein! Oh nein! Das ist einer dieser crazy Bastarde. Warum höre ich Sie nicht? Warum höre ich die Leute nicht? Hallo, hört mich jemand? Oh. Es gibt NPCs auf dem Server? Ja! Yeah. Warum reden die nicht mit mir? Ich muss mal ganz kurz reconnecten, ja? Ich muss mal ganz kurz einfach quit. Oh Mann, ey, ich will doch nur mein Trolling-Content hier. Hallo, Sir? Ach, die Drachenleute, ey. Bin ich der Drache? Also, ich wollte eigentlich fragen, ob ich eigentlich eine Pille oder so bekomme oder irgendwie so ein Pflasterchen. Sie müssten mir einmal 5000, aber ich gebe Ihnen zwei Stück. Zwei, aber ich will nur einen. Abziehen lasse ich mich hier nicht. Wollen Sie noch einen Rollstuhl? Nein, danke, der hat mir viel kaputt gemacht. Dankeschön. Lass mal zu einem Laden oder Optiker und lass dir mal Füße dran machen, ja? Hast du was gegen meine Füße oder so? Sorry. Du bist halt ein Fußfetischist, ne? Geh mal zum Drachenlord. Hey Drache, komm mal mit. Ich bin nicht der Drache. Alter, morgen komm mit. Rainer, bin nicht der Rainer. Zu meiner Zeit damals war mein Rainer, okay? Ich bin nicht der Drache. Komm mit, Drache. Was willst du mir? Na, du Hater. Nein, Drache. Ich weiß, meine Glatze sieht poliert aus, aber bitte. Jetzt ist er weg. So ein Arschloch. Wirklich du, ey. Weiter geht's. Alter, der Wagen ist so scheiße laut. Okay. Ja, ich. Okay, so realistisch musst du es auch nicht machen. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist ein schlechter Witz. Ich fände ihn nicht lustig. Oh, Taxi! Parken aber ganz schön scheiße. Die minder bemittelte Stück Code. Alright, let's hit the road. Das ist cool. Das ist ein persönlicher Butler quasi auf Abruf. By the way, sir. Sure thing, man. Alright, let's hit the road. Sorry, man. This is the limit. Okay. Hilfe, mein Taxifahrer hat mich einfach hier... Sperrzone entfernen. Bitte helfen Sie mir, mein Taxifahrer hat mich einfach hier ausgelassen. Eine Sperrzone entfernen. Okay, ja, gut, aber sehen Sie nicht diese Krücke in meinem Arm? Trotzdem, wir gehen. Also, Sie wollen einen Behinderten von hier gehen lassen? Ich sehe nicht behindert. Also, sind Sie behindertenfeindlich? Nein, richtig, weiter geht's. Ich gehe ja schon. Was stimmt mit dir nicht, du pinker Affe, Alter? Ey, wenn Sie schon hier sind, könnten Sie eventuell was gegen meinen Schmerzen machen? Ja, kann ich gleich tun. Weiterfahren. Ich habe nicht meinen Rollstuhl. Gehen. Fahren Sie mal weiter hier. Ich brauche hier meine Tabletten. Der pinke Affe neben mir will nicht, dass ich meine Tabletten nehme. Weitergehen. Das ist leider. Chill doch mal, okay, sie wollen mich festnehmen, alles klar. Ja, halt mal dein Maul, weil du einen Minderwertigkeitskomplex hast. Ja, ich gehe. Hey, ich rede doch schon. Schneller geht halt nicht, Digga. Was will der von meinen Eiern? Guck dir an, der zählt auf mich. Der zählt einfach immer noch. Hab ich ja glatt meine Pillen vergessen. Ist ja schön hier. Hallo. Wer sind Sie denn? Ich bin nur verkrüppelt. Jungs, wir haben drei Geiseln. Jungs, was für Geiseln? Warum bist du gefesselt? Ich bin gefesselt. Und, ich kann sie entfesseln. Und nicht, wir müssen genau wissen, was Sache ist. Ey, Nico, die Geiseln hauen hinten ab, Bruder. Ich wurde gefesselt irgendwie. Geh dein. Darf ich mich hinsetzen? Meine Beine tun weh. Ja, du kannst dich hinsetzen, was ist passiert. Weiß es nicht. Können wir ein Selfie machen? Nein, können wir nicht machen. Mach noch ein Foto mit mir und den Boys.
Einmal mitkommen. Alles klar. Wo sind deine Füße, Digga? Rausgehen vor. Ah, auf die Bühne. Ey, Junge. Hallo. Erschieß ihn. Nein. Ah! Ist das eine Geisel? Ich weiß jetzt nicht, von wem die Geisel erschossen wurde, aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn sie verstehen, dass es ein bisschen unfair gelaufen ist. Das große Problem ist, dieser Typ da, wo er auf dem Boden liegt, der kam auf die Idee, uns zu fesseln. Ist gelogen. Dadurch sind die anderen Geisel irgendwie spurlos verschwunden. Situation ist scheiße, wegen dem da unten. Irgendjemand von oben rufen und die Situation irgendwie aufzulösen. Ja, safe. Bin ich schon gebannt? Zeigt das Spiel. Ich glaube, ich bin schon gebannt, oder? Subroses reagiert nicht. Nein! Wurde ich gebannt jetzt? Hä? Let's go. Ich will schauen, ob ich gebannt bin. Ah, oh, ich wurde wirklich temporär von diesem Server gebannt. Für 7 Tage nur? Geil. Wenn ich das Ganze hat, dann nicht vergessen, gerne ein Like oder einen Kommentar oder ein Abo dazulassen. Hätte fett Ehre. Ansonsten, glaube ich, war es das für heute. Ich will raus. Henry, du bist einfach hart. Du bist